Am Gießener Bahnhof suchen seit heute Morgen Bombenentschärfer nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Es hat schon begonnen, die Bagger hinter mir hier, die haben in den kleinen Löchern auch schon Metallstifte gefunden. Hier wird nämlich ein Fahrradparkhaus gebaut und bei den Vorarbeiten, da haben die Metalldetektoren eben angeschlagen. Sollten Blindgänger Weltkriegsbomben gefunden werden, dann soll die Entschärfung schnell gehen und das bedeutet Evakuierung möglicherweise für tausende Menschen. Das hat mir Oberbürgermeisterin Dietlend Grabe-Bolz gesagt. Es muss recht zügig dann vonstatten gehen, aber dennoch mit der Zeit, die gebraucht wird, um natürlich auch alle Maßnahmen zu treffen, auch alle Menschen zu evakuieren, die Einrichtungen, die betroffen sind. Das wird nicht innerhalb von einigen wenigen Stunden geschehen, sondern zügig, aber mit der nötigen Zeit. Im schlimmsten Fall, zum Beispiel bei einer 500-Kilo-Bombe, müsste auch die Uniklinik evakuiert werden. Die liegt hier im Radius von, unter einem Kilometer. Aber dort sind Vorkehrungen getroffen worden, dass nicht alle Stationen evakuiert werden müssen, zum Beispiel die Intensivstation nicht. Für den schlimmsten Fall wird das Uniklinikum einen Splitterschutz aufstellen der zugewandten Seite und Patienten und Patientinnen müssen dann intern verlegt werden.